Liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich sehr, dass ich als einer, der fast ab der ersten Stunde hier bei dem Protest dabei war, wieder mal zu euch reden kann. Ich habe großen Respekt davor, dass es immer noch viele Menschen gibt, die gegen dieses Unsinnsprojekt und Milliardengrab Stuttgart 21 auf die Straße gehen. Und es gibt viele, die sagen, dass der Widerstand gegen Stuttgart 21 doch keinen Sinn mehr hat, weil doch schon längst gebaut würde. Aber alle, die das sagen, übersehen, dass ohne diesen Protest die vielen Ungeheuerlichkeiten und die vielen Schweinereien bei diesem Projekt niemals ans Tageslicht gekommen wären. Und sie übersehen, dass es immer noch nicht zu spät für Alternativen ist. Das Konzept Umstieg 21 ist klüger, billiger und effektiver als der stumpfsinnige Weiterbau eines durch und durch falsch geplanten und risikoreichen Projektes. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass es keinen Aufschrei der Landesregierung gegeben hat, als die Kostenexplosion des Projektes nicht mehr zu verheimlichen war. Wir alle wissen, dass es nicht bei den offiziell von der Bahn prognostizierten Kosten von 6,5 Milliarden Euro bleiben wird, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit bei 10 oder 11 Milliarden immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein wird. Jetzt ist die Bahn vor Gericht gegangen und hat das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart verklagt, dass die Mehrkosten dieses Projektes von den Bürger und Bürgerinnen dieses Landes bezahlt werden können. Und sie wollen, dass 66% von den Partnern bezahlt werden sollen. Dieses Abschiedsgeschenk von Herrn Grube ist nichts anderes wie eine granatenmäßige Sauerei. Warum? Die juristischen Auseinandersetzungen in dieser Sache sollen bis 2022 oder 2023 dauern. Das heißt, man will bis zum bitteren Ende weiterbauen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine große Bauruine hinterlassen wird. Und dann kann es sein, dass ein Gericht letztinstanzlich entscheidet, dass Stadt, Land und Bund 5 bis 7 Milliarden mehr bezahlen müssen. Und dann damit kämen, ja, das weiß ich nicht, aber wir müssen es auf alle Fälle zahlen. Und es sind einige Milliarden Euro. Und es sind einige Milliarden Euro zu viel, die dafür gezahlt werden müssen. Denn mit diesen Mehrkosten könnten einige Kindertagesstätten gebaut werden, könnten viele Erzieherinnen eingestellt werden, könnten viele Pflegekräfte in den Krankenhäusern arbeiten und sie könnten besser bezahlt werden. Und vor allen Dingen könnte der öffentliche Personennahverkehr vernünftig ausgebaut werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe schon als Geschäftsführer von Verdi gegen dieses Projekt genau aus diesen Gründen protestiert und mit dazu beigetragen, dass nicht nur Verdi, sondern die meisten Einzelgewerkschaften und der DGB dieses Projekt zwischenzeitlich ablehnen. Meine ehemalige Kollegin und ehemalige Landesvorsitzende von Verdi, Leni Breimeyer, ist jetzt Landesvorsitzende der SPD und ist an diesem Wochenende zur Spitzenkandidatin der SPD für die Bundestagswahl gewählt worden.
Das wäre doch jetzt eine wirkliche Chance für die SPD im Land, ihre verheerende und für sie desaströse Zustimmung zu dem Projekt Stuttgart 21 zu korrigieren. Und endlich im Landtag eine Oppositionspolitik zu machen, die diesen Namen auch verdient. Die SPD will jetzt wieder soziale Politik machen. Liebe Leni, es ist eben nicht sozial und es ist auch nicht ökologisch, wenn Milliarden Euro in dieser Grube vergraben werden. Da muss die SPD einen Kurswechsel vollziehen, wenn sie sozial sein will. Ich glaube, wir können aufgeben, irgendwelche Hoffnungen auf die grün-schwarze Landesregierung oder die Grünen zu setzen, die sich jetzt nicht einmal mehr zu einer kritischen Begleitung bekennen, wie noch im letzten Koalitionsvertrag. Im aktuellen Koalitionsvertrag gibt es gerade mal 13 Zeilen zu Stuttgart 21. Dort findet sich der glasklare Satz: Das Land unterstützt die planmäßige und zügige Umsetzung des Projektes. Unser Widerstand kann sich aber auf eine nach wie vor kritische Haltung bei der Bevölkerung stützen. 63% der Baden-Württemberger, also eine Mehrheit der Bevölkerung, sind nach einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP für eine ernsthafte Prüfung des Umstiegs. Trotz aller Versuche scheint sich eine Mehrheit der Bevölkerung nicht einfach einlullen zu lassen. Und sie haben allen Grund dazu. Stuttgart ist Feinstaubhauptstadt Nummer 1 in ganz Deutschland. Oberbürgermeister Kuhn reagiert auf diese lebensgefährliche und gesundheitsschädliche Belastung mit hilflosen und lächerlichen Aufforderungen, das Auto doch bitteschön stehen zu lassen. Massenhaft wurden Bäume gefällt und grün beseitigt, das Emissionen absorbieren kann. Tausende Baustellenfahrten haben sie ausgelöst und einen Rosensteintunnel durchgesetzt, der noch mehr Verkehr in die Stadt ziehen wird. Das Gegenstück dazu ist, dass seit Jahren deutlich zu wenig in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Regionalverkehrs gesteckt wird. Der ehemalige Bahnchef hinterlässt nicht nur eine Bauruine, sondern auch eine völlig gescheiterte Bahnpolitik. Die Bahn schließt immer mehr Bahnhöfe auf dem Land und hängt ganze Landstriche ab. Der VVS kann kaum noch zusätzliche Fahrgäste aufnehmen, weil die Kapazitäten eben weitgehend ausgelastet sind. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, die dringend notwendig wäre, stockt seit langem oder ist sogar rückläufig. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen nach Stuttgart fahren und die Luft verpesten. Wer ernsthaft etwas gegen die Feinstaubbelastung tun will, der muss massiv in den öffentlichen Personennahverkehr und in den regionalen Schienenverkehr investieren, liebe Freundinnen und Freunde. Wer den Feinstaub bekämpfen will, muss sich gegen den Tunnelbahnhof wehren, der gegenüber dem heutigen Kopfbahnhof zu einer Verschlechterung der Kapazität um 30% führt. Der Brandschutz ist immer noch nicht genehmigt. Der gesamte Bahnknoten Stuttgart muss nach Fertigstellung von Stuttgart 21 mit weiteren Millioneninvestitionen ertüchtigt werden, damit der Tunnelbahnhof überhaupt bahntechnisch funktionieren kann. Das ist doch alles Wahnsinn.
Und wenn im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn noch ein Funken Verstand vorhanden ist, müssen Sie dieses Projekt auf der nächsten Sitzung am 22. März stoppen und ernsthaft die Alternative Umstieg 21 diskutieren. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass es keine Alternativen gibt. Wer diese beharrlich leugnet, ist entweder ignorant oder vertritt Interessen, die nichts mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr zu tun haben. Bei der genannten Aufsichtsratssitzung könnten im Übrigen gerade die SPD-Vertreter den vorhandenen Konsens aufkündigen und sie könnten gleichzeitig verhindern, dass Pofalla Bahnchef wird. Liebe Freundinnen und Freunde, spätestens nach dem unverschämten Verkauf von 21.000 Wohnungen von der landeseigenen LBBW IMO an eine Immobilienheuschrecke, darunter Tausende im Stuttgarter Norden, im direkten Einzugsgebiet von Stuttgart 21, müsste klar geworden sein, dass Stuttgart 21 nicht in erster Linie ein Bahnprojekt, sondern ein Immobilienspekulationsprojekt ist. Es locken gewaltige Investitionen in Glas und Beton und gewaltige Spekulationsgewinne für Banken und Immobilienfonds. Seit Jahren ist der soziale Wohnungsbau auf Eis gelegt. Es fehlt hinten und vorne an bezahlbarem Wohnraum. Ich weiß überhaupt nicht, wie eine Verkäuferin mit 1900 Euro brutto und 1300 netto oder eine Erzieherin sich in Stuttgart überhaupt noch eine Wohnung leisten kann. Und selbst mit mittlerem Einkommen tut man sich doch schwer, hier eine bezahlbare Wohnung zu finden. Beim sozialen Wohnungsbau haben Stadt und Land jämmerlich versagt. Die Zahl der Sozialwohnungen ist rückläufig. Allein dieses Jahr fallen 3000 Wohnungen aus der Mietpreisbindung. Was in Stuttgart getan wird, ist einfach lächerlich angesichts des Bedarfs. Wir sind der Meinung, wohnen muss jeder und jede. Bezahlbare Wohnung muss ein Grundrecht sein. Deshalb darf Wohnen und Energieversorgung nicht Spekulationsinteressen und Profitinteressen unterworfen werden, sondern den Bedürfnissen der Menschen. Für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, ist eine öffentliche Aufgabe und muss unseres Erachtens Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Die Baustelle Stuttgart 21 verhindert, dass auf dem sogenannten C-Areal bei den Wagenhallen für Stuttgart wichtige Wohnungen entstehen. Die Fläche zwischen Pragfriedhof und Nordbahnhof gehört heute schon der Stadt Stuttgart und es könnten dort bis zu 1000 Wohnungen gebaut werden, um zum Beispiel die 4000 Stuttgarter und Stuttgarterinnen aus der städtischen Notfalldatei mit Wohnungen zu versorgen. Das neue Pragquartier wäre heute schon machbar, wenn Stuttgart 21 gestoppt würde. Wir brauchen keine Glaspaläste und Luxuswohnungen, sondern eben bezahlbaren Wohnraum für alle, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, aber viele Argumente und Gelegenheiten mit dem Finger auf die Wunde Stuttgart 21 zu zeigen. Vielleicht gibt es auch neue Bündnispartner bei den Mieterinitiativen, den Eltern, die ihre Kinder nicht ständiger Feinstaubbelastung aussetzen wollen, bei vielen Menschen, die Geld lieber für Soziales ausgeben wollen, als für eine ewige Baustelle, die auf Jahre das Alltagsleben in Stuttgart erschwert. Grube ist weg, Käfer geht, und wir sind immer noch da.
Und wir werden weiter an eurer Seite stehen, im Parlament und auf der Straße. Oben bleiben!